liebe an der Tracht, dass sie so individuell ist. Dass es keine Uniform ist, das finde ich das Schöne, sondern dass man wirklich auf jeden eingehen kann. Dass man wirklich guckt, die Tradition zu bewahren und die in die heutige Zeit umzusetzen. Und es hat auch was mit Lebensfreude zu tun. Der Trend geht zum Stehkragen. Es ist wirklich diese Silhouette, die im Moment überall zu sehen ist. Es wird ruhiger, es wird traditioneller, es wird echter und es wird aber das Modische ins Trachtige umgesetzt. Das heißt also, man übernimmt modische Farben wie dunkelblau, marine, dunkelgrün, Bordeaux und natürlich platingrau, wiederholt sich auch bei uns hier in der Tracht. Also es ist ganz faszinierend, es interessieren sich ja immer mehr junge Menschen für die Tracht. Das ist unser Positives, was wir daraus ziehen, dass wirklich die Masse von unten her jetzt auf einmal Tracht tragen will und das Lebensgefühl leben will in der Tracht. Das Tolle ist ja, dass Tracht Wertigkeit ausstrahlt und auch Vertrautheit. Und dadurch, glaube ich, ist es ein ganz fester Bestandteil und entwickelt sich immer besser. Das perfekte Dirndl würde ich einfach nur an der Passform klar machen. Egal was für ein Dirndl das ist, wenn es perfekt sitzt der Kundin, dann ist es einfach das perfekte Dirndl. Es gibt für jede Frau das passende Dirndl, das ist das Schöne. Und die Frauen sehen, also jede Frau sieht in einem Dirndl einfach wirklich reizend aus. Ein gutes Dirndl erkenne ich natürlich daran, im Rock zum Beispiel, für Laien. Die können gleich sehen, wenn viel Weite, viel Stoff ist. Das ist immer ein wertiges Dirndl. Oder wenn viel Handarbeiten, viel Zierarbeiten sind. Daran erkennt man einfach ein gutes Dirndl. Also ein absolutes No-Go sind wirklich jetzt die Carmen-Blusen, die sehen jetzt wirklich mega out. Und man sollte auch keinen Haarfallschuh zum Dirndl tragen. Überhaupt nicht gehen Mini-Dirndls oder Bustier-Dirndls. Also es gibt ja im Moment die wildesten Sachen sozusagen. Ein Dirndl soll ja sexy oder kann sexy ausschauen, aber es darf halt auf gar keinen Fall billig ausschauen. Bei uns geht es mit 299 Euro los, ist immer unser Wiesendirndl. Da warten die Kunden schon richtig drauf, weil das ist auch so ein Dirndl, das man so vielseitig kombinieren kann, dass es einfach wirklich so oft einzusetzen ist und jeder ist immer ganz begeistert. Und ich finde, ein klares Dirndl mit einer schönen Frau drin unterstreicht einfach die Frau selbst und das ist Accessoire genug.